Alocasia Red Secret. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Ja, wir starten heute tatsächlich wieder mit der gleichen Pflanze wie gestern. Denn wir wollen ja gucken, wie sieht das denn jetzt hier bei der Alocasia Red Secret aus im Perlit? Wie haben sich die Wurzeln hier entwickelt? Ist das okay so oder nicht? Ich würde sagen, wir fangen jetzt sofort an, spannen uns gar nicht lange auf die Folter, damit wir heute dementsprechend flott vorankommen. Denn so ein bisschen was habe ich heute mit euch vor hier. Feuerwerk der Farben. Ja, das ist schon genial anzusehen, was Pflanzen einem alles so zeigen. So, dann holen wir das Schätzchen jetzt mal raus hier. Oh, da bin ich doch jetzt sehr überrascht, muss ich sagen. Das habe ich mir anders vorgestellt. Wir sehen sehr wenig Wurzeln, wir sehen gute Wurzeln, wir sehen sogar kleine Knollen. Also das ist jetzt mal sehr interessant. Nehmen wir jetzt so mit, weiß Bescheid. Hier ist noch eine Knolle, da ist noch eine. 1, 2, 3, 4. 4 Knollen sind tatsächlich hier dran. Ja, also damit habe ich nicht gerechnet. Ist doch ein bisschen wenig Wurzeln, muss ich sagen. Ne? Definitiv. Ja, okay, dann pflanze ich das Schätzchen einfach mal wieder ein und ich würde sagen, wir sehen das Ganze uns dann in ein paar Monaten nochmal an. Aber das ist schon mal interessant, ne? Dass die Pflanze so gut aussieht und so wenig Wurzeln hat. Also das ist jetzt aber echt mal. Ja, okay, habe ich nicht mitgerechnet. Ist so, ne? Ja gut, dass wir dann doch reingeguckt haben und nicht erst in einem halben Jahr. Dass wir das so schon mal definitiv mitnehmen können. Ich gucke mal, ob ich das jetzt hier scharf gestellt kriege. Ja doch, guck mal. Ne? Also das sieht schon mal cool aus, definitiv. Wurzeln sind gesund, ne? Halt nicht viele. Ja, aber dafür kannst du viele kleine, ja, Babys im Anmarsch im Prinzip. Ja, okay, ich belasse das so, wie es ist jetzt. Und dann würde ich sagen, pflanzen wir das Schätzchen jetzt, wo ist es denn da, einfach wieder ein. So, ich drehe das mal ein bisschen. Und ich würde sagen, pflanzen wir das jetzt sofort wieder ein hier. Machen da keinen großen Tamtam von. Also das ist doch recht interessant, so mitzunehmen. Ne? Dann haben wir da auf jeden Fall schon mal Gewissheit, dass das Schätzchen gar nicht viele Wurzeln ausgebildet hat. Ja, manchmal ist es dann doch besser, wenn man genauer nachguckt. Ne? So, das müsste so schon ausreichen. Ich werde gleich noch ein bisschen nachfüllen, aber ich habe gerade nichts hier. Das muss ich erst holen. Von daher mache ich die Oberfläche mal kurz ein bisschen nass und besorge mal kurz noch ein bisschen Perlit. Und dann streuen wir den Rest gleich einfach oben drüber und gießen das Ganze dann wieder an. So kann es gehen, ne? Das war doch jetzt eine kleine Überraschung. So, gießen wir noch ein bisschen durch mit Nährstoffen bei 400 bis 500 Mikrosiemens. Und dann kann das Pflänzchen in Ruhe und Verhalten weiter wachsen. Ja, dann scheint es vielleicht doch so zu sein, dass bedingt durch das Perlit wir die Pflanzen etwas kleiner halten können. Voraussichtlich. Und mal gucken, ne? Es läuft ja. Von daher ist das, denke ich, ganz gut, dass wir es heute so mitgenommen haben. Also nur in Perlit. Ist das dann doch eine andere Hausnummer als im mineralischen Substrat oder in der Erde. Aber es geht. So, hier muss ich auch bei so wenig Wurzeln, wenn die putz sind, ne, geht die Pflanze auch ganz schnell kaputt. Das ist der Nachteil dann dabei. Ne? So, Philodendron. Wir kommen von den Alocasien zu den Philodendron. Und zwar sind das hier die Burl Marx. Das ist einmal, ich sag's mal, normalo Green-Version in dem Sinne. Und dann hier die panaschierte Form, die hat man vor kurzem geschenkt bekommen. Da haben wir noch so einen ganz kleinen Stecki von. Gucken wir uns gleich auch noch an, wie der jetzt aussieht. Dem geht es nämlich nicht ganz so gut und doch so gut. Und es geht so eigentlich nicht und eigentlich doch. Warum, zeige ich dir gleich. Ja, manchmal ist das so. Ne? So, den darf ich auch wieder gießen hier. Gießen ist im Moment ein bisschen chaotisch. Denn ich habe immer noch so diese, den Gießrhythmus, sagen wir es jetzt mal, ne? Gießrhythmus vom Sommer, vom Herbst. Ne? Und da haben wir in der Regel alle 3 Tage gießen müssen. Und momentan ist es so, dass wir alle 2 Tage gießen müssen, tatsächlich. Müssen, ganz wichtig, ne? Also die meisten zumindest. Ja, es liegt einfach daran, weil die Raumtemperatur warm ist. Gut, im Sommer ist es auch warm, logischerweise, ne? Aber die Luftfeuchtigkeit ist extremst gesunken und dadurch verdunsten die Pflanzen wesentlich mehr Wasser, als wenn die Luftfeuchtigkeit höher ist. Das dürfen wir nicht vergessen. Ne? Das muss man berücksichtigen, also immer ein Auge erst drauf haben. Auch wenn du deinen Gießrhythmus jetzt noch irgendwie drin hast, ne, und denkst, oh, ich habe doch erst vor, warum muss ich denn jetzt schon wieder? Kann doch nicht sein. Doch kann sein, weil die klimatischen Bedingungen sich ganz einfach verändert haben. Ist jedes Jahr so. Das geht immer im Zyklus hin und her. Dann, ne? Je nachdem, wie viel Luftfeuchtigkeit man im Raum dementsprechend hat. So.
Okay. Ja, das hat mich doch jetzt verwundert, dass das im Perlit dann doch jetzt so aussieht, wie es aussieht, ne? Aber gut, dass wir das mitgenommen haben. Ich meine, die Pflanzen wachsen da drin, das läuft schon mal ganz gut soweit, ne? Ja, aber in der Erde oder im Substrat, beziehungsweise im Perlit, sieht die Geschichte natürlich ganz anders aus, ne? Von daher gar nicht verkehrt, wenn man einfach mal reinguckt, dann weiß man vielleicht auch mal, wenn es der Pflanze nicht ganz so gut geht, warum es so ist, ne? Hier könnte man dann rein theoretisch auch ganz schnell überdüngen. Ja, der Philodendron sieht also mega heftig cool aus. Unser Burl Marx, den hat man vor kurzem umgetopft, wer sich daran erinnert. Der stand ja ein bisschen wackelig, ne? Weil ist aus dem Stecki damals herangezogen worden. Dann haben wir die ganze Geschichte tiefer gesetzt. Und seitdem steht er jetzt also, ich wackel mal eben, ne? Steht jetzt also richtig fest drin hier. Das sollte man berücksichtigen. Ja, gegebenenfalls mal tiefer pflanzen, dann steht die Geschichte ganz einfach fester. So, das ist halt die eine Variante hier. Und die sehen also mega hübsch aus. Gut, jetzt kann man hier gerade nicht so viel sehen. So, dann kommen wir zu dem Kandidaten hier. Das ist wie gesagt eine Variegata-Form. Jetzt irritiert die gelbe Gießkanne dahinter. Lol. Das grüne Blatt, was wir jetzt im Vordergrund sehen, das ist zuletzt herausgewachsen. Und heute Morgen habe ich gesehen, ich drehe das mal ganz kurz, dass ein neues Blättchen im Anmarsch ist. Und zwar ist das dieses hier. Und das ist tatsächlich wieder eine Variegata-Form. Oh, sorry. Kriegen wir ein bisschen näher hin? Ja, kriegen wir noch ein bisschen. So, okay. Also, coole Sache, dass dann jetzt wieder ein variiertes Blatt in dem Sinne herausgewachsen kommt. Aber das ist schon eine richtig hübsche. Vom Habitus wird die wohl genauso wachsen, denke ich mal, wie die normale Burl Marx in dem Sinne. Ne? Wie diese hier. Ja, okay. Das sind auch 500er Kandidaten regelmäßig. Und wie wir sehen, haben mega kräftiges Grün. Ich zeige Ihnen doch jetzt nochmal von einer anderen Perspektive, dass wir nochmal das Gewirr der Verästelung in dem Sinne sehen können. Ja, sieht schon cool aus, ne? Weil es ist also der einzige Philodendron, den ich kenne, der diese Wachstumserscheinung hat in dem Sinne, ne? Die anderen wachsen ja alles so geradstängelig, ne? Aber das Ding hier, das wächst schon sehr mystisch, muss ich sagen. Also es sieht mega cool aus. Ja, deswegen fasziniert mich diese Pflanze auch so, ne? Nicht nur wegen der Blätter, sondern eben auch hier. Dieses krautige Wachstumsverhalten der Pflanze insgesamt, weil das sieht echt schon richtig, ja, klasse aus einfach, ne? Okay. Philodendron, auch das ist ein Philodendron verrucosum. Ja, das ist unser erstes Schätzchen, was wir damals bekommen hatten. Und ja, das haben wir dann abgeschnitten und haben uns das Schätzchen herangezogen hier. Das haben wir dann abgeschnitten und haben uns das Schätzchen herangezogen. Das ist also jetzt schon die dritte. Ja, interessant, ne? Du kannst also von 1 mach 3 machen, aber wir machen jetzt von 1 mach 4. Denn nicht diese Pflanze hier, die ist auch noch gar nicht so alt. Von wann ist das hier? Vom 24.11. Das ist also unsere jüngste. Diese hier ist vom September, vom 5. Ja, vom 5. September. Und ja, okay. Und die Mutter, die wir damals zurückgeschnitten hatten, die dürfen wir heute wieder zurückschneiden. Weiß ich nicht, warum man mal wieder nicht scharf stellt hier. Irgendwie ist das aber manchmal, ne? Die dürfen wir heute wieder zurückschneiden und weiter vermehren. Gut, wir könnten sie auch wachsen lassen. Müssen wir aber nicht, denn wir haben ja die eine hier und dann lassen wir die jetzt erstmal wachsen, um mal zu gucken, wie sie vom Habitus sich so entwickelt. Denn die hat tatsächlich auch die größten Blätter mittlerweile entwickelt, weil wir immer wieder durch Kopfstecklinge vermehren, ne? Und die Kopfstecklinge, die wachsen dementsprechend natürlich immer schneller und dementsprechend vom Habitus her auch besser. Nachdem wir den hier zurückgeschnitten hatten, haben sich hier jetzt zwei Austriebe entwickelt, die relativ gleichzeitig auch tatsächlich wachsen. Und der Austrieb, also wenn die Blätter herauswachsen, die sehen auch so richtig krass cool aus, ne, von der Farbgebung her, wie so ein kleiner Lolli. Ja, coole Sache. Also wenn wir das heute starten, mal wieder ein Neustart im Prinzip nach, was haben wir jetzt, 11, 12, 1, auch anderthalb Monaten, ne? Nach anderthalb Monaten. Ja, okay. Also es geht flott, wie wir sehen, in der Vermehrung, ne? Und wie gesagt, die Köpfe, die wachsen natürlich am schnellsten. Aber das wissen wir schon. Umso imposanter die Blätter werden, ja, umso imposanter ist auch die Erscheinung unter dem Blatt. Wir sehen hier eine Behaarung und das sieht also mega, mega cool aus. Wie gesagt, umso größer die Blätter werden, ne, umso interessanter wirkt das Ganze dann tatsächlich. So, dann kommen wir jetzt zu dem Schätzchen hier.
Kriegen wir das so hin? Wenn wir ein kleines Stück zurückzoomen, würde ich sagen. Wie gesagt, ist jetzt unsere Mutterpflanze, ne? Und die schneiden wir dann tatsächlich zum zweiten Mal jetzt zurück. Noch ein Stück zurück. Zurück, weißt Bescheid, ne? Zurück, zurück, zurück. Komm, nochmal zurück. So, so, so. Die schneiden wir jetzt nochmal zurück. Ich muss mir mal dahinter stellen, damit das ein bisschen scharf gestellt bleibt. Oder sich scharf stellt in dem Sinne. So, okay. Ich drehe das Ganze nochmal kurz. Ich glaube, dann können wir das auch besser sehen. Kannst den Namen vielleicht auch mal kurz ablesen, wenn das nah genug ist. So, okay, let's do it. Wir nehmen uns ein scharfes Messer und gucken, dass wir ungefähr zwei Blattknoten erwischen. Das heißt, der erste Blattknoten ist hier oben, ne, und der zweite hier. Und darunter schneiden wir das Ganze jetzt ab, ungefähr. Ja, so wie wir es hinbekommen. Ne? Das sind jetzt ungefähr 1,5–2 cm. So, vorsichtig, beherzt nach vorne schieben und schon haben wir ihn abgeschnitten. So einfach geht das, ne? So, den tauchen wir jetzt kurz in Holzkohle hier. Buchenholzkohle, das machen wir eigentlich grundsätzlich so, um die Wunde zu verschließen, mehr oder weniger. Kannst du auch ein bisschen tupfen auch, so, ne? So, dort, fertig, so. Dann lassen wir jetzt erstmal ein bisschen liegen hier, antrocknen. Und so in, ja, 2–3 Minuten oder wie auch immer, kommt das Schätzchen dann ins Wasser. Tja, so einfach ist das, ne? Jetzt haben wir hier einen Adler. Okay. So einfach ist das. Meine Güte, nee. Aus 1 mach 4. So, weiter geht's. Das Ganze liegt jetzt ungefähr 3–4 Minuten hier rum. Hör mal auf. Müssen wir Wasser reinmachen hier. Wir könnten jetzt ein Stück Holzkohle mit reinmachen. Machen wir dieses Mal nicht. Einfach nur so, ne? Damit wir auch immer mal wieder so einen Unterschied sehen oder erleben in dem Sinne. So, da lassen wir ihn jetzt drin bewurzeln. Das wird voraussichtlich dauern, das hat das letzte Mal gedauert. 2 Wochen, 2,5 Wochen hat es das letzte Mal ungefähr gedauert. Ja, das geht auch relativ schnell, muss ich sagen. Ne? Und ratzfatz haben wir dann wieder eine neue Pflanze. So, irgendwann machen wir dann auch mal eine Gemeinschaftsbepflanzung. Wir pflanzen mal ganz viele aufeinander in einen etwas größeren Topf, dass man eine schöne, kompakte, große Pflanze insgesamt bekommt. Dann, ne? Nicht so ein Stiel, der nach oben wächst, sondern ganze viele in dem Sinne. So, einfach ist das. Mit der Vermehrung des Philodendron Verrucosum. Ja, so einfach ist also echt. Einfacher geht es echt nicht. Das ist schon, ne? Das ist so eine lebensfreudige Pflanze. Das ist echt der Burner schlechthin. Okay. Retina zusammengebracht habe. Ein kurzer Spoiler. Und, der Kenner wird es wohl sehen, dass da auch eine Orange Tiger drin ist. Ja, die fühlt sich genauso wohl auf den Wasserperometern. Geile, ja. Tiere teilweise dazwischen, was da so rauskommt, problemloses Becken. Nur mal kurz gezeigt, den habe ich gerade erst entdeckt. Und schöne Tiere. Ja, da werde ich wohl jetzt die nächsten 2-3 Tage erstmal alle Videos durchballern und ansehen. Ja, weil das scheint doch jemand zu sein, der nicht nur Ahnung hat, sondern auch ja, mega Interesse und vor allen Dingen auch richtig tolle Tiere. Ja, okay, wir kommen jetzt zurück zu unserem Syngonium. So, ja, warum ich das jetzt gespoilert habe, ganz einfach, weil ich das ein bisschen merkwürdig finde, dass der so wenig Abonnenten hat. Vielleicht können wir das ja ändern. So, pass mal auf. Wir kommen jetzt zu unserer Syngonium Albo Variegata. Das ist unser Vorzeigeprojekt. Ja, wir haben ja aus einer Pflanze, die wir schon haben, die steht ja im Dschungel drüben, die hat ja immer nur grüne Blätter entwickelt. Wer die Geschichte kennt, wird sich jetzt vielleicht langweilen. Und irgendwann kam dann tatsächlich mal wieder ein schönes weiß-grünes heraus und dann haben wir das da drüber abgeschnitten. Und deswegen stehen da die Reste so rum, die haben wir dann weiter vermehrt und haben aus dieser Blattachsel des Blattes das Ganze herauswachsen lassen und tatsächlich mit sehr viel Weißanteil bei jedem Blatt bisher. Und dann haben wir das Ganze abgemoost und dementsprechend später hier eingepflanzt. Und die Pflanze wächst also prächtig, mächtig weiter, muss ich sagen. Also das ist eine schöne Selektierung in dem Sinne. Eine richtig coole. Also es lohnt sich doch bei einer Pflanze, die nicht so richtig will, über ein Blatt abzuschneiden, was richtig krass cool aussieht. Und dann daraus was Neues zu entwickeln, ne? Was dann aus dieser Blattachse dementsprechend herauswächst. Also da bin ich echt fasziniert von der Verfahrensweise, dass das überhaupt geht. Ne? Ganz konnte ich es auch damals nicht glauben, aber wir haben den Versuch gestartet und ich muss sagen, ich bin echt mega begeistert.
Das ist schon richtig krass cool. Auch wenn man jetzt eine Pflanze hat, die vielleicht nicht ganz so viel Weißanteil hat oder nicht so viel Marmorierung oder wie auch immer, ne? Lass mal wachsen. Irgendwann kommt ein Blatt, was vielleicht wieder ganz klasse aussieht. Und darüber schneidest du es später dann ab, ne? Nicht immer sofort, sondern lass erstmal weiter wachsen. Und später dementsprechend, also wenn so zwei, drei, vier Blätter nachgewachsen sind, darüber schneidest du es ab. Dann hat das Ganze nämlich wesentlich mehr Kraft auch dann, ne? Und dann lässt es neu herauswachsen und unter Umständen hast du dann ja das gleiche Glück wie ich in dem Sinne und hast eine wunderschöne Pflanze. Ja, und aus diesem Teil könnte man viele Teilstücke wieder machen, die dementsprechend dann auch so weiter wachsen sollten. Gehe ich jetzt mal von aus, aber auch das werden wir definitiv noch austesten. Wann genau, weiß ich noch nicht. Das heißt also, irgendwann werden auch diese Pflanze wieder zurückschneiden. Im besten Fall machen wir einen Kopfstecklingen schön davon und die Reste dementsprechend als Teilsteckis vermehrt, um zu gucken, ob die dann alle so schön in der Farbgebung sind wie die Mutterpflanze. Dann, ne? Okay. Kommen wir jetzt zu den Resten in dem Sinne, wo man was ganz Tolles draus werden kann. Das ist nämlich auch ein recht schön panachiertes Blatt hier. Ich fahre uns mal eben runter hier im Fahrstuhl. So, das ist das Experiment in Holzkohle. Ja, was der Detlef nicht alle macht, ne? Lacht sich kaputt. Ist so. Ja, also, das ist so, das ist. Die Wurzeln wachsen tatsächlich wunderbar. Die waren mir mal kaputt gegangen, habe ich den einmal trocken werden lassen, die Holzkohle. Und da waren die Wurzeln sofort kaputt. Aber er hat neu entwickelt, also von daher ist da jetzt großartig nichts passiert. Und hier sehen wir auch schon eine Wurzel herauswachsen. Also, das läuft richtig gut, muss ich sagen. Auch hier in der Holzkohle. Aber nicht vergessen, nach wie vor ist das ein Experiment, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, das läuft schon mal richtig gut mit der Holzkohle. Inwieweit das dann sich weiterentwickelt, werden wir später sehen, logischerweise, ne? Also, ja, also das ist schön. Da könnte was Schönes rauskommen. Ist aber noch nichts rausgekommen aus dem Blättchen. Ja, da warte ich noch drauf. Es lässt sich ein bisschen Zeit, muss ich sagen. Die anderen sind da ein bisschen flotter. Ich zeige euch die anderen dann jetzt auch. Der ist bis jetzt am besten gewachsen. Dass der eine noch nicht gewachsen war, den wir gerade gesehen haben, liegt wahrscheinlich daran, weil ich ihn habe mal trocken werden lassen. So, das ist dann das ursprüngliche Blatt von dem Rest, wohlgemerkt, was wir abgeschnitten haben damals, von der ehemaligen Mutterpflanze. Und das Schätzchen hat jetzt zwei grüne Blätter entwickelt in der Zeit. Ist also am schnellsten gewachsen, aber halt keine Panaschierung drin, interessanterweise. Ja gut, hier war jetzt auch nicht so viel Panaschierung drin in dem Blatt, ne, von daher, aber trotzdem wunderschön. Und hier haben wir das Ganze im Erd-Spezialmix. Tatsächlich, ne, warum dieses Erd-Spezialmix? Weil wir hier einen Mix haben, wo sehr viel Luft drin ist. Ich denke, man kann es auch so schon deutlich sehen, erkennen, wie viel Luft da drin gegeben ist, ne? Das läuft richtig gut, muss ich sagen. Wie gesagt, die ist am besten gewachsen bisher. Und hier wachsen unten also auch schon Wurzeln heraus. Ich denke, das kann man einigermaßen erkennen. Hier sieht man auch eine Wurzel hier vorne. Also die ist definitiv bis jetzt am besten gewachsen. Das ist schon mal, ja, richtig krass cool. Hier sieht man auch Wurzeln hier unten. Ja, so unterschiedlich kann das sein, ne? So, das waren jetzt zwei Steckis. Wir haben, ach, das Datum ist von früher irgendwann mal. Wir haben aber noch einen. Und zwar den Kopf des Ganzen. Den haben wir tatsächlich immer noch im Wasser. Ach, sieht auch krass cool aus, ne? Richtig hübsch. Ja, der steht da hinten auch auf dem Tisch. Da ist er. Das ist der Kopf des Ganzen. Ja, den haben wir damals im reinen Wasser mit Urgesteinsmehl bewurzelt. Und auch das hat tatsächlich funktioniert. Steht nach wie vor noch im Wasser. Ich muss sagen, hat auch recht kleine, das ist das eigentliche Hauptblatt, recht kleine Blätter ausgebildet. Aber auch hier mit etwas Panaschierung. Hier hinten auch so ganz leicht. Das ist jetzt das Neueste, was herausgewachsen ist. Das hat im oberen Bereich eine leichte Panaschierung. Sieht soweit ganz hübsch aus, muss ich sagen. Den lasse ich auch im Wasser, einfach nur so als Versuch, ne, um zu gucken, inwieweit das dann funktioniert. Wir schauen uns jetzt mal den Wurzelbereich an. Ich würde sagen, das sieht richtig gut aus. Das Grau, das kommt halt von dem Urgesteinsmehl. Ich muss gleich mal nachmessen hier, was hier gegeben ist, ob er ausreichend Nährstoffe hat. Müsste aber eigentlich gegeben sein. Und wenn nicht, dann werde ich gleich mal eingreifen. Da wächst auch eine wunderschöne neue Wurzel von oben mit ins Wasser hinein. Also das klappt. Man sieht auch hier kein Fäulnis am Stecki oder so. Man sieht sogar noch die Holzkohle tatsächlich. Also das läuft schon richtig krass cool. Das habe ich gerade gesehen. 17.10. haben wir das gestartet und an dem, wo wir vorhin gesehen hatten, da steht auch 17.10. drauf. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich das mit dem Edding draufgeschrieben habe. Wenn nicht, dann wäre das natürlich ein Mega-Zufall, dass das ein Projekt von damals mal gewesen ist. Also der Topf selber, ne?
Ja, okay, das mal kurz so mitgenommen, wenn er sich denn scharf stellen würde. Weiß Bescheid. Ja, also, it is so it is. Die Syngonium albo variegata ist schon eine Hammerpflanze. Ne? Das ist schon, ja, eine Mega-Erscheinung. Der pH-Wert ist 6,9 jetzt hier. Und Mikrosiemenswert nicht ganz 200. Ich werde jetzt einfach mal hier ein bisschen Dünger reingeben. Eins, zwei Tropfen erstmal. Ist ja eine geringe Wassermenge, ne? Von daher müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Das war jetzt, das schätze ich mal, besser versorgen. Bedingt durch die Düngerzugabe wird auch der pH-Wert sich etwas senken. Aber ist schon mal gut, dass das so, ne? 6,9 ist okay. In dem Sinne. So, was haben wir jetzt hier drin? 410, siehst du wohl. Das können wir dann jetzt so lassen. Muss ein bisschen aufpassen, ne, dass wir nicht zu hoch kommen im Wasser, das wissen wir ja schon. Und von daher, ja, mal schauen, wie er sich im Wasser dann jetzt weiterentwickelt. Okay, ich glaube, dann haben wir zu dem Syngonium auf jeden Fall erstmal alles durch. String of Pearls, das sind die Erbsenstrangpflanzen hier, Erbsenstränge. So, eins ganz kurz noch erzählt zum Thema Pflanzen einsprühen, also mit Wasser, ne? Mache ich gar nicht. Das Einzige, was bei uns eingesprüht wird, ist hier, kannst du jetzt wahrscheinlich nicht sehen, unsere Orchidee auf dem Stein, ne, weil die hängt auf dem Stein, die muss eingesprüht werden. Ansonsten sprühen wir also keine Pflanzen hier ein, definitiv nicht. Also wir haben jetzt momentan Luftfeuchtigkeit 54% bei 23 Grad. Die höchste Prozentzahl der Luftfeuchtigkeit war mal 79 im Sommer. 79% Luftfeuchtigkeit. Ne? Und jetzt, wie gesagt, haben wir 54% momentan. Ist abhängig vom Wetter draußen. Mal ist es ein bisschen mehr, mal ist es ein bisschen weniger. Und wie gesagt, wir sprühen keine Pflanzen hier ein. Definitiv nicht. Vielleicht mal mit Blattglanzspray, wenn irgendwo Schädlinge auftreten, aber ansonsten generell gar nicht. So, wir haben jetzt einen pH-Wert von 6,6, 410 Mikrosiemens, hatte ich ja vorhin gesagt. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Es ist immer ganz schön, wenn man so kleine Nebenprojekte hat, die man einfach zwischendurch mal anschaut, mal guckt, was entwickelt sich dort oder was auch nicht. Dementsprechend dann die Werte mal wieder mal ermitteln und dann kann man so kleine Rückschlüsse auf andere Sachen ziehen und hat dann nicht mehr so eine Angst, mal irgendwas anzugehen. So, ganz kurz, ich muss Ihnen noch mal präsentieren, unseren Seemann. Mandelbaum. Der ist so schön gewachsen. Gut, jetzt kannst du natürlich die Blätter so nicht sehen. Ich kippe mal ein bisschen, weil der ist einfach mächtig prächtig. Das ist so ein schöner, ja, tatsächlich Baum, definitiv. Ne? Richtig krass cool anzusehen. So, ich muss gerade schnell machen. Das leuchtet schon wieder rot. Das mal kurz so gezeigt. Bekommt auch 500 Mikrosiemens kontinuierlich und super. So, weiß Bescheid. Winke, winke. Bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. Ja, es gibt schon tolle Pflanzen, die wir hier erleben und sehen und vor allen Dingen auch begleiten können, was man mit diesen Pflanzen alles so machen kann. Ne? So, ich muss mal schnell gucken, was wir jetzt hier noch haben. Ja, 2 Minuten haben wir noch, das siehst du, wobei ich gar nicht so schnell machen brauchen. Also Seemandelbaum als Zimmerpflanze, das ist so eine krass coole Pflanze. Also krass cooler Baum definitiv. Ne? Das ist schon diese hammergroßen Blätter, das ist der Wahnsinn. Ich halte mal eben meine Hand da nochmal hin. Ach. Also ich sehe ihn ja, eigentlich kann ich leider gerade nicht im Bildschirm sehen, ich habe den verkehrt gedreht. Ne? Also es ist heftig groß sind die Blätter, richtig heftig groß. Das ist jetzt gerade das Neueste hier, dieses hier, das ist noch ganz weich. Oh, das sind so schöne Pflanzen, genügsam. Also ich habe noch keine Zimmerpflanze gehabt, die wirklich so nicht nur gut wächst, kompakt wächst, schön grün ist sondern, und unempfindlich ist. Die haben auch noch nie Schädlinge gehabt, die Seemandelbäume. Noch nicht ein einziges Mal. Weder Spinnmilben noch sonst irgendwas. Auch das mal ist eine interessante Sache so mitzunehmen. Wenn ich irgendwann mal Schädlinge dran habe, dann werde ich es euch zeigen. Aber definitiv bis dato heute noch nicht. Und die haben ja nun schon sehr, sehr lange, die Seemandelbäume. So, gleich ist das Ding hier aus. Und von daher, wir sehen uns morgen auf jeden Fall wieder. Und ich gucke dann mal so ein paar Filmchen über die schönen kleinen Garnelen auf diesem Kanal, den ich euch vorhin gezeigt habe. Yippie, yippie.